Hier sind wieder Joe und Andy von Enjoy Magic. Und willkommen zu Enjoy Magic Review. Heute haben wir von Magic Shop das Fadeaway Deck bekommen von Chris Pilpot. Andy, woher kennen wir Chris Pilpot? Bekannt durch 100 Monkey, 10 von 10 Effekt damals. Ja, und er hat was Neues. Genau, es ist eine Abwandlung, seine Abwandlung von The Mental Photograph Deck. Für die, die es nicht kennen, ein Zuschauer wählt eine Karte und alle anderen werden blank. Und das, obwohl man vorher gezeigt hat, dass die Karten da sind. Der Vorteil dieser Variante, ich hoffe, ich mache es jetzt wieder richtig rum. Das Deck hier und ihr könnt richtig schön sehen, wie das Deck so langsam blanko wird. Es wird weißer und weißer und weißer und natürlich könnt ihr dann am Ende alle Karten blanko zeigen. Was? Yay! Yeah! Trickdeck. Ihr kriegt noch eine echte Karte, im wahrsten Sinne des Wortes, und eine Error 404 Karte, einfach für die Routine mit dazu. Das ist eigentlich schon alles, was ich machen kann. Also, auch der Trailer, also er lässt halt eine Karte aussuchen und dann sehen die Leute halt eben, wie das Daumenkino-mäßig nach und nach weniger wird und weniger und weniger und weniger und am Ende ist es komplett weg. Es ist halt ein Trickdeck. Es ist ein Trickdeck. Und es ist halt nicht untersuchbar. Also, bei einem Deck, wo ich glaube, dass der Zuschauer es gerne untersuchen möchte, bei einem Invisible-Deck zum Beispiel, wir nehmen immer das Beispiel, aber es ist halt immer noch das Relevanteste, oder auch bei einem All-Alone-Deck ist es, da schon eher, aber da wollen die Leute das nicht untersuchen, aber ich glaube, bei dem, ich kann mir vorstellen, dass die Leute das irgendwie anschauen wollen. Es ist natürlich schön, dass man das so nach und nach, das Daumenkino weg und auf einmal zeigt man ihn sofort, ohne irgendwas zu machen, alle blank. Das weiß ich nicht, wir haben es nicht ausprobiert. Werden es mit Sicherheit auch nicht ausprobieren. Das kann man schon mal so vorwegnehmen. Auch die Qualität vom Video. Ihr kriegt einen Videolink. Chris Pilpot ist wie bei, da ist es bei 100 Monkeys, das ist mir nicht so aufgefallen. Wahrscheinlich, weil ich hype auf das Produkt war. Es ist qualitätsmäßig, ist gut ausgedrückt. Die Varianten, er hat noch ein paar Freunde angehauen, dass sie so ein bisschen Sleight of Hand mäßig da noch was mit reinnehmen, weil er, wie er Zitat sagt, nicht so gut darin ist. Er macht es halt eben, es ist sein Fadeaway-Deck und verkauft halt eben entsprechend so. Und hat ein paar Kumpels angehauen, die halt eben da ein paar Tricktechniken, was man damit machen kann. Das macht es ein bisschen leichter. Es ist halt, wie gesagt, ein Gimmick-Deck, was halt eben. Also, ich stelle es mir eher, das ist sowas, das stelle ich mir am Ende von einer Kartenroutine vor. Von einer langen Kartenroutine und sagst du, und die Karten weichen irgendwann und es sind alle blank. Also, und so könnte man einen Finish machen. Das wäre ein Finish. Aber als alleinstehender Trick meiner Meinung nach nicht. Ich würde sogar genau andersrum. Ich würde es eher als alleinstehender Trick, weil als Finish, es gibt coolere Blanko-Finishes. Und ich glaube, irgendwie ist das so gerade so, auch jeder versucht irgendwas mit Blanko-Karten zu machen. Da kommt es uns so vor, wenn wir gerade viele Produkte haben. Es wird immer mehr davon. Und ich finde, es gibt auch schönere Blanko-Sachen. Ich bin kein besonderer Fan davon, weil Trickdeck ist immer die Sache. Rechtfertigt der Effekt oder die Anwendung, rechtfertigt der, ein extra Kartenspiel mitzunehmen, das ich sonst nicht für normale Effekte brauchen kann. Und ich finde, in dem Fall ist das sehr grenzwertig. Also ich finde, der Effekt ist nicht so krass, dass ich sagen würde, okay, dafür nehme ich extra ein weiteres Kartenspiel. Mir gefällt es jetzt quasi, dass ein Zuschauer eine Karte raussucht und dann wird es blank und außer seine Karte. Es gefällt mir nicht. Wie gesagt, das Einzige, wo ich sagen würde, da könnte ich mich persönlich sehen, wie ich es verwende, wäre am Ende von einer Kartenroutine quasi, wenn man sowieso Blanko-Deck verwenden möchte, quasi, dass man so richtig schön dieses, wie gesagt, Daumenkino-mäßige, dass das Deck so langsam verschwindet und man dann alle Karten blank zeigt und so die Routine endet. So könnte ich es mir vorstellen. Das ist aber auch der einzige, gut, ich habe jetzt nicht so hundertprozentig Gedanken darüber gemacht, aber das würde ich sagen, da sehe ich Potenzial drin. Aber das war's. Also mir kommt gerade so das Gedanke in den Kopf, aber ich glaube, das meinst du auch damit, dass man so eine Routine macht mit dem Deck-Switch, wo alle Karten blank werden und dann sagt man, okay, habt ihr gesehen, wie die Karten blank geworden sind? Nein, ich zeig's euch nochmal langsam und dann müsst ihr... Nee, gerade nicht. Nee, ich würde es tatsächlich austauschen an das Deck und quasi so zum Ende hin, dann würde ich es blanko werden lassen und dann zeigen und dann wegpacken. Ich würde es tatsächlich direkt dann irgendwie machen, aber ich zeige euch nochmal, wie langsam wie die Karten verschwinden. Ja, dann so musst du wieder zurückholen. Dann müsstest du halt einen Deck-Switch wieder einbauen. Das ist halt auch wieder... Ja, also man muss sich da so ein bisschen Gedanken zu machen als Standalone-Trick. Schwierig, nicht, oder? Ich gebe ihm einfach mal Bewertung, weil ich denke, mehr brauchst du dazu nicht sagen. Also wie gesagt, das Deck ist halt ein Kartendeck, ist gut verarbeitet. Klassisches Bicycle, ihr kriegt, was ihr seht. Also ich gebe ihm 4 Punkte. Meiner Meinung nach hat es Fehler, es ist halt nicht ausgearbeitet. Es ist, geht ein bisschen schwieriger, die Karten halten nicht so gut zusammen, wie sie sollten. Deswegen von mir 4 Punkte. Ja, von mir sogar nur 3 Punkte. Ich finde es auch nicht so pralle. Man müsste noch viel Arbeit reinstecken. Und es schwingt so ein bisschen mit. Ich bin von Chris Pilpot irgendwie viel bessere Sachen gewohnt.
Weil, ja, ich weiß auch nicht. Es ist, ich habe auch so langsam so eine Allergie gegen so Trickdecks irgendwie. Okay, das war's. Kommt gleich noch eins. Aber erstmal zur Mitte der Reviews. Zur Mitte der Review. Andi, was haben wir neu? Ja, wir haben schon wieder was Neues. Und zwar, wir haben auf unserer normalen Website, nicht der Review-Website, haben wir einen, es ist eigentlich auch ein Blog, aber es heißt nicht so, es sind die Angel Magic Insights. Und da haben wir die Daniela, die schreibt dort also Blogbeiträge, also recherchiert, wie eine Redaktion quasi. Das ist so die kleine, unsere kleine Magic-Zeitung, in der wir über Table-Hopping, über ein paar Sachen, auch YouTube, über Street-Magic, über alles, was wir halt so machen, schreiben und haben da ganz nette Artikel. Würde uns freuen, wenn ein paar von euch einfach mal vorbeischauen. Ich meine, ihr interessiert euch ja alles für die Zauberei. Ja, enjoymagic.de/insights oder ich hoffe, der Joe denkt dran, wir verlinken es euch, Videobeschreibung irgendwo. Schaut doch mal rein, lasst gern euer Feedback da, was wir da so treiben, interessiert uns immer mächtig. Und so viel nur an der Stelle der Verweis. In dem Sinne, machen wir weiter. Als nächstes, Bruder, haben wir gleich eine Vorführung. Andi, ich bitte dich einmal so zu machen. Und berühre mal bitte irgendeine Karte, welche du möchtest. Also möchtest du die links oder rechts nehmen oder die Karte, auf der du bist? Da. Die hier, perfekt. Ich gebe sie dir einmal. Schau sie dir einmal an, zeig sie auch in die Kamera. Ja? Hey, das ist eine Seconds. Aber gut, ja. Okay, leg sie einmal drauf. Einmal abheben. Karte ist ja schon richtig. Du hast eine Karte gezogen, ich habe sie nicht gesehen. Jetzt ist sie verschwunden. Du hast frei eine Karte rausgezogen. Ja. Du hast sie wieder draufgelegt, einmal abgehoben. Es gibt keine Möglichkeit, dass ich weiß, wo sie ist. Richtig. Unmöglich. Pass auf, wenn ich es richtig machen würde, würde ich so machen. Mit welchem Finger schnippst denn du, Alter? Ja. Okay. Nimm die Karten. Ja. Bereit sie aus. Andersrum. Entschuldige. Achso, Face Up. Ja, Face Up. Face Up, meine Damen und Herren. Was der Schnipser gemacht hat, ist, deine Karte ist jetzt verschwunden. Siehst du deine Karte irgendwo? Completely weg. Completely weg. Ich habe das Deck nicht angefasst, richtig? Nein, ich habe... Ja? Tatsächlich. Pass auf. Zum ersten Mal, was war deine Karte? Pik König war es, oder Kreuzkönig? Ich bin so schlecht im Kartenmerken. Gut, dass ich meistens der Zauberer bin. Pik König war es. Der Pik König, bam! Das ist ein Effekt, den ihr mit dem Crimson... Das ist ein Effekt mit dem Crimson-Deck von Laura London und... ich glaube, die Other Brothers noch. Also die mit dem die waren auch mit dabei. Die waren mit dabei, genau. Gibt noch ein paar Abwandlungen, also mit anderen Effekten von Nicholas Lawrence ist, glaube ich, mit dabei. Er macht so ein bisschen so Card Shark, so Palming, also Pseudo-Palming-Routine. Es ist ein Gimmick-Deck, aber nicht ein Komplett-Gimmick-Deck. Also es sind ein paar Karten, die sind präpariert, die den Effekt möglich machen. Ich fand es tatsächlich sehr schön, auch wo ich es mal ein paar Leuten gezeigt habe, kam es gut an. Mhm. Es wirkt halt fair. Ihr packt das Kartendeck nicht an, so wie es ausschaut, könnt ihr es machen. Andi war jetzt auch nicht eingeweiht. Nee. War eben das. Er hat eine Karte gezogen. Er hätte sich entscheiden können, ob es links oder rechts, wie er wollte. Nicht immer machbar, aber gerade in dem Moment war es so schön machbar, deswegen haben wir es da. Das ist das Crimson Deck. Um es mal zusammenzufassen, ist es quasi ein Trickdeck, mit dem ich eine forcierte Karte verschwinden lassen kann darin. Genau. Und die ist dann irgendwo in der Box oder unter der Matte. In der Box, also zusammengefaltet. Okay. Sie hat es in der Kartenschachtel dann eben entsprechend drin. War da nicht noch irgendwas? Das ist schon eine Weile her, dass ich angeschaut habe. Was eine Routine, irgendwas hat da es sind noch, wie gesagt, weitere Routinen halt eben mit drin. Aber die Main-Technik ist eine Karte verschwinden lassen in dem Spiel. Genau, Nicholas Lawrence lässt es halt eben auf drei aufteilen und lässt eine Karte aussuchen und die verschwindet dann da und er sagt, er hat es geparmt, hast es gesehen, jetzt macht das unsichtbar und die Karte hüpft von einem zum anderen. Es sind halt Varianten dabei. Persönlich muss ich sagen, ich mag das Faire dran. Also es ist wieder so ein Gimmick-Deck natürlich. Er könnte damit auch noch eine Ambitious Card-Routine machen und dann erst da reingehen. Okay. Also was es einen Vorteil machen würde, quasi zum Beispiel auch, ihr könntet nicht die unterschriebene Karte verschwinden lassen und irgendwo anders auftauchen lassen. Ja, das sollte man dazu sagen. Aber ihr könntet quasi die unterschriebene Karte verschwinden lassen und dann in dem Moment, also wenn der Zuschauer kontrolliert und gesehen hat, dass sie nicht mehr drin ist, dann könntet ihr das Deck nehmen und quasi sagen, es ist wirklich nicht da und dabei die Karte beispielsweise rauspalmieren oder sonst irgendwas. Also das wäre möglich. Das ist jetzt nicht dabei, das kriegt ihr von mir quasi. Das ist nur eine coole Verpackung. Okay. Ja, genau. Ich fand es, wie gesagt, nicht schlecht. Auch wo ich es vorgeführt habe, hat es gute Effekte gemacht. Ich habe es dann quasi einfach zu Hause halt mal in so einem Hoodie halt eben, die Karte halt eben drin gehabt. Gespielt halt einfach. Hat auf jeden Fall was. Also, das ist halt eine Tricktechnik.
Ich kenn's, ich. Weißt du, was mich erinnert? Hm? An von, wir hatten das letztens. Choice. Vom, das ist schon länger her. Ja. Nicht der Effekt, die Technik erinnert mich an Choice. Ja, klar, die Karte verschwindet auf eine ähnliche Art und Weise im Deck. Ne? Wie zuverlässig ist die Art und Weise? Ich kenne jetzt, ich habe mit Choice viel rumgespielt. Hat einfach immer voll funktioniert. Immer, die Karten sind noch speziell präpariert, dass selbst wenn die Karten ein paar Mal abgehoben werden, findet ihr die sie sofort im Deck, also ohne nachzugucken. Ah, okay. Wie gesagt, ich habe Karten, es sind mehrere Pläne. Es ist halt wieder ein Trickdeck, ne? Es ist halt wieder eine ähnliche Diskussion. Ja. Würdest du es rechtfertigen? Ich meine, von einem Video glaube ich schon. Das ist jetzt ein Trickdeck, wo ich sage, wenn ihr das macht für ein Video, damit foolt ihr auch die Kamera. Ja. Gesagt, selbst wenn der Zuschauer jetzt dann nochmal zurückgeht und guckt, nee, es war eine freie Wahl. Hat der Zauberer irgendwas gemacht? Nein, der Zuschauer hat abgehoben, hat die Karte draufgelegt und das. Und der Zuschauer hat aufgefächert. Ach, und die Kamera würde draufgehen. Ja. Das ist tatsächlich ein self-working Trickdeck, was für Kamera geeignet wäre. Deswegen sehe ich da tatsächlich mehr Potenzial als in einer... Das könnte man wirklich in so einer One-on-One-Situation, wenn man irgendwie mal beispielsweise einen Zuschauer mit hat und sagt, hey, wir probieren das jetzt mal, ne, ist das für dich okay? Ne, Zauberer hier. Wie gesagt, wäre ein Trickdeck, insbesondere wenn ihr das mit der Palming-Routine, weil die Leute könnten dann drauf sagen, ich sehe es nicht, ich kann es nicht sehen, weil ne, ihr benutzt eine andere Technik, um das zu sehen. Das sind gute Ideen dabei, ja. Ja. Deswegen meine ich, dass es das mehr rechtfertigt als beispielsweise das andere. Definitiv, ja, auf jeden Fall. Ich fange jetzt mal mit der Bewertung an. Für mich ist es ein klassisches 5-Punkte-Produkt, weil man kann riskieren, dieses Trickdeck mitzunehmen. Mhm. Das ist immer dieselbe Frage, wie wir vorhin erörtert haben. Und ja, in dem Fall, wenn es einem gefällt, kann man riskieren, das Trickdeck mitzunehmen. Ich denke, man wird damit gut fahren und hat einen sehr schönen Effekt. Aber es ist jetzt nicht der neue Wonder-Was-Trickdeck, wo ich sage, das muss man immer dabei haben. Genau, ich gebe ihm auch 5 Punkte. Wie gesagt, kann man riskieren. Ihr macht mit Sicherheit keinen Fall. Wenn ihr diesen Effekt machen wollt, den ihr hier gesehen habt, genau so könnt ihr ihn machen. Wie gesagt, Karte könnte irgendwo anders sein. Zuschauer könnte drauf sitzen. Auch für Frauen geeignet. Auch für Frauen geeignet. Weil, finde ich also, cool, eine weibliche Creatorin zu haben. Also, deswegen für Frauen geeignet. Es ist sehr, sehr, sehr schön, mal eine Dame in den Tutorials zu haben. Wie gesagt, für wen ist es geeignet? Also für Anfänger? Ich weiß nicht. Das sind halt... Ich würde, das ist ein Trickdeck, was ich jetzt einen Anfänger empfehlen würde, weil, wie gesagt, der Force, den ihr am Anfang machen müsst, es ist ein Force, aber ihr habt mehrere Möglichkeiten, wie es ausgehen könnte. Ich sehe es halt eher für Fortgeschrittene oder für Profis auf der Bühne. One-on-One-Effekt, da würde ich sehen. Genau. Ja, das denke ich, war es vom Crimson Deck. Und das war es dann auch schon wieder mit der Enjoy Magic Reel für diese Woche. Hier ist Thumbnail. mit dem Crimson Deck und dem Fadeaway Deck könnt ihr uns mal drunter schreiben, was von den beiden Decks euch besser gefallen, ob ihr unserer Meinung seid oder nicht. Ob ihr noch mehr Trick-Decks haben wollt oder haben mittlerweile schon noch Gott. Ja, es ist halt, früher waren es Packet-Tricks, jetzt sind es Trick-Decks. Ja, genau. Ja. Gut, ja. Schaut beim Magic Shop, wenn ihr euch was holen wollt davon, über die Links in der Beschreibung. Genau. Schaut bei den Insights vorbei, wird uns sehr freuen. Und in diesem Sinne, bleibt magisch.